Aus übrig gebliebenem Gemüse mache ich heute eine Wähe. Schärfe. Ein bisschen Olivenöl zum Anbraten. Fenchel darf jetzt erstmal einen Moment schmoren, weil der doch am härtesten ist von allen Gemüsen. Jetzt kommt der Kürbis dran. Und die Zucchini. So, das Gemüse ist jetzt fast weich geschmort. Würze ich mal etwas Salz und Pfeffer. Nach süßen Paprika. Und Pimenton de la Vera. Gut, das Ganze kühlt jetzt ab, denn ich brauche es erst für heute Abend für meine Wähe. Für den gesalzenen Mürbeteig nehme ich ein Ei. Etwas Salz. Und 150 Gramm. Das Ganze wird jetzt geknetet. Der Teig muss jetzt eine halbe Stunde ungefähr im Kühlschrank. Thank you.
Das ist Wildschweingulasch, das ich eingefroren hatte und heute zubereiten werde. Dazu schmore ich noch ein paar Steinpilze mit, die es heute am Markt zu kaufen gab. Werde ich das Fleisch anbraten. Das Fleisch habe ich jetzt rausgenommen. Jetzt kommt das Röstgemüse. Jetzt kommen die Steinpilze. Kommt das Fleisch zurück in die Pfanne. Vom Kalbsbauch vom Hermannsdorf. Und hier habe ich noch Wildbauch, den werde ich jetzt noch dazugeben. Das sollte eine schöne, kräftige Soße geben. Lorbeerblatt habe ich inzwischen auch dazu gegeben. Das Ganze kann jetzt vor sich hin schmoren. Zum Wildschweingulasch gibt es dann grüne Bohnen und Kartoffeln. Die gegarten Bohnen gebe ich dann in Thymianbutter mit kleinen Tomaten. So, jetzt bekommt mein Gulasch noch etwas Bindung. Das ist von der 7-Pfeffer-Mischung. Zwei Löffel Schmand. Noch ein bisschen Zitronenschale.